Für seine übergroßen Ausschnitte von Architekturfassaden ist er bekannt. Ola Kollerminen, finnischer Fotokünstler, Star der sogenannten Helsinki School. Jetzt will er seine überdimensionalen Werke in einem fulminanten Bildband veröffentlichen. Der 44-Jährige ist Perfektionist. Bis zu 500 Testfotos macht er für jedes seiner Werke. Genauso akribisch geht er an die Produktion seines Bildbandes. Ich denke, es ist sehr wichtig, hier zu sein. Ich habe von einem Buch gehört, bei dem der Künstler nicht dabei war. Das musste dann ein zweites Mal gedruckt werden. Der deutsche Verlag Hartje Kanz ist spezialisiert auf hochwertige Bildbände. Dabei arbeiten Verlag und Künstler sehr eng zusammen. Auch die Auswahl des optimalen Papiers ist eine gemeinsame Entscheidung. Megagloss. That's more or less the paper we need. This is for the cover? No, that's for the content. Content. Nachdem Papier und Format festgelegt sind, wird anhand eines Buchdummies das Cover besprochen. Für das Titelbild hat Ola Kollerminen eine abstrakte Fotografie des Bullring Shopping Center in Birmingham ausgewählt. Mit seinen Fotos entdeckt Kollerminen Architektur neu. 25 Bilder macht er pro Jahr. Diesen künstlerischen Anspruch soll auch der Bildband widerspiegeln. Zwischen Idee und Druck gibt es dann noch die Materialauswahl, die Gestaltung, das Lektorat, Texterstellung, Übersetzung. Eine finale Blaupause, die immer noch so heißt, obwohl es schon lange keine mehr ist, aber ein digitaler Plot, den alle absegnen müssen. Und von diesen Daten, alles digital, werden dann die Platten belichtet, die hier in die Maschine gehängt werden. Und dann passiert eigentlich das Wunder, dass dann aus diesen ganzen digitalen Daten auf Papier auf einmal wieder was Analoges wird, was eine gewisse Aura hat. Ungefähr eine Stunde vergeht, bevor eine Seite des Buches in den richtigen Farben angedruckt ist. Anspannung für den Fotografen. Immer wieder ist sein geschulter Blick gefragt. Kollerminen kennt die Farben des Originals am besten. Viele Tests sind notwendig, um die richtige Belichtung der Platten zu treffen. Für den besonderen Glanz der Fotos sorgt eine zusätzliche Schicht Speziallack. Als Anhaltspunkt habe ich nur meine Testfotografien, den Abzug oder das Original, sowie meine Art, die Farben zu sehen. Beim Druck muss ich selbst die Farben sehen. Niemand sonst kann das für mich entscheiden. An dem Bildband arbeitet ein ganzes Team von Grafikdesignern, Textern und Druckern. Hartje Kanz legt Wert auf ein ausgefeiltes Design. So wird in Abstimmung mit dem Künstler eine eigene Typografie für das Buch entwickelt. Das Besondere bei dem Buch, würde ich sagen, ist der Papierwechsel. Wir haben einen Teil für die Bilderseiten, das ist aus einem sehr hochglänzenden Papier. Und den Textanhang oder den Textteil, den haben wir auf einem sehr lichten Papier, wo auch die Schrift durchschlägt. Das fertige Buch zeigt, wie akribisch Ola Kollerminen arbeitet. In seinen Fotos werden aus den Spiegelungen auf den Fassaden eigene abstrakte Kunstwerke. Der Bildband zeigt seine Werke der letzten Jahre. Und der Künstler ist zufrieden mit dem Buch. Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, ob ich stolz bin, aber ich bin richtig happy. Bis Mai 2010 sollen nun seine Werke auf Europa-Tournee gehen. 2500 Exemplare des Bildbandes sind jetzt weltweit im Handel. Für die Zukunft plane ich schon neue Werke. Ich habe schon Testaufnahmen aus München und dann suche ich wieder neue Locations. Seine Werke in Originalgröße sind zurzeit in Wolfsburg und Helsinki zu sehen. Danach in Dänemark und Großbritannien.